Die hier für Kies. Und dann haben wir hier alles akzeptiert. Obwohl wir dann zu den Tierschafen. Oh Mann. Halb acht. Und ich muss das alles noch speichern und rennen, bevor ich losgehe. Naja, gut, egal. Ja, wo war denn jetzt der ganze Tierkram? Der ganze Kram von den Tieren, so. Da tun wir dann die Wolle mit rein. Und das Schnitzel lasse ich erstmal oben. Das kann dann nämlich da oben gebraten werden und das hört. Oh, jetzt ist es. Ach, es ist hier dunkel. Daran liegt's. Gehen wir mal schnell schlafen, damit uns hier nichts aus dem Sack geht. So. Es gibt natürlich auch noch eine Menge neue Crafting-Rezepte durch die Mod jetzt. Weil die auch einzelne Sachen noch droppen, aber darauf habe ich momentan echt keinen Turn, jetzt alles merken zu können müssen. Und deswegen, wir lassen es einfach. So. Die sind alle ganz schön laut, oder? Oder kommt das nur mir so vor? Da haben wir noch die andere Kohle, die ich vorhin gesucht habe. So. Immer wenn ich gegen solche Wände laufe, fühle ich mich extrem doof. Anstatt mich einfach zu drehen, passiert sowas. Ne, genau, ich habe noch eine Idee für noch eine Kiste. Die ist jetzt mit Kies voll. Hier ist nichts, und da würde ich sagen, mache ich einfach mal fertiges Essen rein. Und hier kommen die Mo-Creature-Sachen. Sowas wie Tierkram. Kommt dahin. Dann die Rohhähnchenkeule kommt. Nee, Quatsch, die kommt noch oben zu dem anderen Rohen. Was ist denn das? Dann habe ich bestimmt hier bei dem Feld die ganzen Setlinge alles reingetan. Bei dem Feld. So, da ist es nicht. Da ist es nicht. Ich merke schon, ich bin halt extrem verpeilt. Jetzt habe ich viel weniger Probleme damit, mir sowas zu merken. Hier ist nur Holz, da war aus. Sag mal. Ach, das ist. Da war ich doch schon fünfmal dran, noch nicht? Ein bisschen Rohschnitzel, das kann gleich hier bleiben. Ein Zeppling. 10 Zepplinge und einen Dings. So, dann haben wir jetzt hier noch Holz und Kohle. Nirgendwo, doch da. Das ist jetzt, wenn man suchen muss. Einen Moment mal kurz. So, jetzt kann es weitergehen. Sorry, dass ich schon wieder unterbrechen musste, aber mir war gerade eben so ein schwarzes vor Augen. Heißt, nach einer Zigarette und einem Schluck Wasser ging es mir wieder prächtig, beziehungsweise geht es mir wieder prächtig. Heißt, ich bin jetzt, ich habe ja eben schon gemerkt, dass ich eben gerade so ein bisschen weg war. Jetzt bin ich schon wieder vollkommen da. So, wir haben noch einen Schneeball. Das tun wir jetzt einfach erstmal da mit rein, so wie die Knochen auch. Das können wir unter anderem essen. So, Fackeln, die kommen dann da zum Anfang hin. Heißt, wir müssen nur noch. Ach nee, wir müssen nur noch das Eisen hier loswerden. So. Und die Kohle. Und somit haben wir jetzt alles weg und können uns etwas anderem widmen. Ich weiß noch nicht was. Ich bin gerade ganz ehrlich überfragt. Ich werde, denke ich mal, jetzt ein bisschen rumlatschen und mal gucken, was man Schönes findet. Was mir gerade einfällt, was noch sehr positiv an der Mo Creatures Mod ist. Man kann sich mit, Moment, ich guck mal eben nach. Das habe ich mir extra nämlich rausgesucht. Wo war das jetzt? Das war eine Pferderüstung, Pelzrüstung. Oh, bin ich jetzt doof? Man kann sich einen Pferdesattel basteln jetzt endlich. Und zwar mit 3 Eisen und 5,
und 5 Leder. Könnte man ja gleich mal gucken, haben wir 3 Eisen und 5 Leder? Weil dann mache ich das mal fertig und dann können wir mal eine Runde rumreiten und uns mal ein bisschen die Welt angucken, wenn es gleich wieder hell ist. Dafür müssen wir nur noch kurz alles wiederfinden. Das Eisen war, glaube ich, hier. Genau, dafür brauchen wir 3. 2, 3. Und das Tierzeug war irgendwie da drunter. Genau. Oh, perfekt. Wir brauchen 5 Stück. 5 haben wir. So. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Basteln uns durch diese schöne Mod einen Pferdesattel. 1, 2, 3, 4, 5. Dann das, das und das. Und haben ein Crafted Saddle. Ein gecrafteten Sattel. Und damit werden wir dann gleich mal zu einem Pferd latschen, würde ich sagen. Ja, also durch diese Mod, da kann man sich so viele neue Sachen dazu machen. Ich finde schon wieder ein bisschen zu viel, weil merken kann sie jetzt keine Sau. Oh, hier ist ja was los. Eieiei. Alles brennt hier. Muss ich echt aufpassen, dass mir hier nicht gleich was passiert. So, suche ich mir mal ein ordentliches Pferd raus. Wo sind die? Habt ihr hier ganze Pferde gekillt? Das kann nicht dein Ernst sein. Oh, hier ist ja alles tot, ey. Eieieiei, was ist denn hier passiert? Massenschlachterei oder was? Ja, Moment. Ich brauche ja erstmal eine freie Hand, so. Kann ich versuchen, auf dir zu reiten. Ja, du bist natürlich zickig, war ja klar. Na, klappt das? Nee, natürlich nicht. Ein Glühwürmchen oder eine Libelle? Was war das jetzt? Konnte ich nicht erkennen. Bleib mal hier jetzt, ich will dich jetzt reiten gleich. Aber ein paar Herzen im Kopf. Fände ich besser, sieht süß aus. Ey, so ein zickiges Pferd habe ich, das habe ich ja noch nie erlebt. So, das ist jetzt nur ein gezähmtes Pferd. Dem geben wir einen Sattel. Und zwar dahin. Ach, das geht bei den neuen Pferden gar nicht, nur bei den... Okay, dann cheate ich jetzt mal, sage ich jetzt mal. Dann werde ich uns mal ein Pferd spawnen. Weil ich es einfach mal ausprobieren will, ob das jetzt wirklich funktioniert. Horse Mob, so. Will ich einhaben. Zack. Ach, das ist. Ja, das ist ja echt doof von mir. Das war ein Mob. Heißt, ich versuch's dann nicht. Kill's auch nochmal eben so. Oh, das war doch jetzt echt dämlich von mir. Nochmal. Suche ich den richtigen Mob raus jetzt. Beziehungsweise die richtige Kreatur. Gibt es hier keine normalen Pferde oder was? Ich finde hier keine normalen Pferde irgendwie. Horse Mob. Maus, Medium Fisch, Ostrich, Raccoon Rat. Wild Horse. Ja, das ist doch. So. Nehmen wir einfach mal den da. So. Funktionierst du nicht? Ah, muss man den auch erst noch ein bisschen versuchen zu reiten? Oh Mann. Ja gut. Machen wir das Spielchen nochmal mit dem. Ah, jetzt ist er meins. Und wir nennen ihn Fridolin. Ups. Fridolin. So, dann. Jetzt ist es unser Feld und nun können wir ganz fröhlich mit ihm durch die Gegend reiten. Das ist doch schön, so will ich das doch haben.
Das ist doch klasse. Jetzt setzen wir uns hier mal noch gleich, weil ich ja jetzt, ich habe jetzt eine andere Minimap drin, das heißt, wir brauchen hier nochmal einen Wegpunkt, dass wir ja das Richtige finden. Hier laufen sogar Cuts rum, das ist auch ganz nett. Wow, geh weg. So, einen Wegpunkt brauchen wir jetzt. Waypoint. Add. Wir nennen ihn einfach nur Home. Und der kriegt die Farbe. Ja, kriegt er mal. Nee, andere Richtung. Rot. So. Und dann haben wir jetzt hier einen Wegpunkt. Oder? Ja. So, und dann können wir hier mal ein bisschen durch die Gegend reiten. Mal gucken, was wir alles in der Nähe haben. Ist doch ganz hübsch. Sehen wir hier mal ein bisschen die Umgebung. So, ist da eine Schlucht? Oh nein, Fridolin, nicht weggehen. Waren wir hier schon unten? So, mal gucken. Was haben wir denn hier? Das war so nicht geplant. So. Einfach mal gucken. Ich glaube, hier war doch hier. Ah, hier sind wir von der anderen Seite mal gekommen. Genau, so war das. Heißt, wir müssen jetzt auch immer wieder rauskommen. Ein bisschen in die Richtung, dass das Pferd auch da durchpasst. Genau da lang. Nein, da lang. So. Einfach mal in die Richtung. Oh, eine Ziege. Hier kommt Wasser. Ich glaube, mit einem Pferd kann man hier nicht so gut das alles erkunden. Heißt, es wäre sinnvoll, das Pferd bei ihm nach Hause zu bringen. Irgendwie. Ups, au. Blödes Pferd. So. Einfach mal eben nach Hause gehen. Noch ein Zebra. Wie viele Zebras sehe ich denn hier? Mein Gott. So. Ich finde das Pferd ziemlich langsam. Ich hoffe, es bleibt hier in der Nähe. Wenn nicht, ist mir das auch egal. So wichtig war es jetzt auch nicht. Und dann kann ich mal wieder umstellen. Und keine Ahnung. Schaufel ist noch relativ gut. Die Spitzhacke, aber das Schwert nicht mehr. Das heißt, so würden wir niemals überleben. Heißt, sollten wir jetzt weggehen, dann muss ich mir schon. Also erstmal die Sachen einfach. Ich leg's jetzt einfach mal hier oben rein. Weil ich jetzt echt gerade keine Lust habe, nach unten zu gehen. So, dann mache ich nochmal. Ach, ich muss da sowieso nach unten. Egal. Ich muss mir noch ein Schwert machen und dann können wir gerne mal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwie eine andere Höhle finden und dann mal ein bisschen auf Erzsuche gehen oder sowas. So. Ah, genau, hier waren schon mal Stickies drin. Davon brauchen wir mal zwei. Ich mache dann nämlich noch zwei Schwerter. Und dann brauchen wir vier davon. Und dann gehen wir gleich los. Fackeln haben wir genug. Essen. Ja, ich bin so unvorbereitet, es ist nicht mehr zu fassen. Ohne Essen können wir nicht losgehen. Wo war denn das ganze Essen drin? Hier war es nicht, da war es nicht. Hier war Sand, Kohle. Obwohl, hier haben wir 23 Kartoffeln, die wir gleich mal reinschmeißen können. Aber wir haben auch immer noch. Ja, habe ich hier Äpfel reingetan? Oh Mann, ich muss von Äpfelpike gewesen sein. Eine rohe Ratte. Ach, das Essen habe ich noch immer. Oh, Mensch. Das Essen ist noch immer im Inventar. So. Schmeißen wir mal ganz schön alles rein, was wir haben. Erstmal das Kleinste. Währenddessen können wir uns auch schon mal hier die zwei Schwerter basteln. So. Haben die schon mal dabei. Twitter ein bisschen da oben rein. Das war der erste von beiden. Das war das auch fertig, dann tun wir jetzt mal die Schnitzel schon da rein.
Und ja, was könnte man tun? Ach, die Schnitte, ach, Schnitte sind fertig. Ah, dann nur das Rohrindfleisch. Oder? Ja. Ja, ich weiß nicht. Worüber könnte man jetzt vielleicht denn jetzt reden, wenn diese vier hübschen Steaks gebraten werden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich auch schon bald eine Pause machen muss, dass es sich eigentlich kaum noch lohnt, loszugehen. Und dann einfach sagen würde, dass ich mich jetzt, wenn die Steaks gleich fertig sind und die Kartoffeln drin sind, mich dann verabschiede. Weil es gleich 7 Uhr, ich muss gleich los. Und dass wir uns dann bald wiedersehen. Beziehungsweise ihr guckt euch ja jede Folge an, heißt ihr könnt es so oft gucken, wie ihr wollt. Und dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und Tschüss.